Heute Besatzung auf dem Auto. Wer kommt da? Jetzt. Zeitbote Saarland. Jawohl. Die Ratten auf hoher See. Genau. Ist auch ein Medium, ist eine Zeitung hier im Saarland. Eine sehr kritische Zeitung, kann man ruhig mal sagen. Deren Ansprechpartner bzw. der Chef dort ist Brandon Lee Posse, der auch immer auf der Veranstaltung ist, seine Bilder macht, seine Berichte der Karnevalsveranstaltung, Fasnachtsveranstaltung. Wir sagen ja Fasnacht bei uns. Ja. Ja. Nicht Fasching. Das ist nee, Fasen. Wenn du bei uns Fasching sagst, das ist ganz zu schlecht. Zu Recht. Ja, also muss ich jetzt mal sagen. Genau, genau. Ich krieg's auch mal in die Nerven, wenn du nach Fasching sagst. Sind doch die Unterschiede, wo Fasnacht gesagt wird, Karneval, Fasching oder Fastgelovend. Und das sind auf jeden Fall Piraten, das sieht man. Genau, das passt auch zu der Zeitschrift. We'll be right back.
sagen, Zug ist kostet den Gebühr oder was, die müssen mitmachen, die müssen sich anmelden, vorm und fristgerecht beim Ziel. Und gut gelaunt sind. Gut gelaunt sind, ein bisschen was mitbringen. Wobei, wenn ich sehe, was wir von unserer Bahn an Wurfmaterial runterwerfen, das sind schon ein paar hundert, nee, das sind schon 1000 Euro und mehr, was wir an Wurfmaterial im Auto haben. Und da muss das Warengerüst muss fertig gemacht werden. Das sind ja alles Dinge, es kostet schon auch Geld. Und die große Wehen, davon wollen wir gar nicht sprechen. Aber wir wissen ja alle, nicht die sind sonst, außer der Tod und der kostet Leben. Der kostet Leben, genau. So ist es. Und wen haben wir jetzt? Zeitbote Saarland. So. Asterix und Obelix. Wenn Rom singt und geile Nacht, dann feiern wir Fasnacht. Unverkennbar. Dort ist der Ansprechpartner, beziehungsweise der zuständige Brandon Lee Posse. Guck mal, da vorne werden Küsschen geschmissen und hinten dran Gutzja. Kann man sich aussuchen, was man lieber will. Kannst du vorm Bahn herlaufen oder hinterm Bahn, wie es halt besser passt. Ach, guck mal da. Ja, ach, einiges an Wurfmaterial, wenn ich das richtig einschätze. Ja, da oben haben sie alle gar noch. Ne? Das Thema ist immer, wenn ich auf dem Auto mitfahre, arbeite an dem Fernseher, ja, fahre ich auf dem Auto mit. Ne? Ah. Und da muss ich immer hinwählen, weil du weißt genau, von hier aus ist noch arisch weit. Wir haben hier vielleicht, würde ich sagen, 10% vom Zug rum. Das ist ja wirklich gar. Das zeigt ja auch die Zuschauerzahl, dass wir zumindest mal vom Umzug her alles richtig gemacht haben. Und der Wettergott, naja, gut, der hat natürlich, war wieder uns gut gesonnen. Wir sind sehr zufrieden.